Ja, Freunde, in der DTM steht die Class One-Ära bzw. die Ära der Turbo-Autos nach nur 2 Jahren vor dem Aus. Durch die Ausstiege von Audi und BMW können die aktuellen Autos in Zukunft nicht eingesetzt werden. Es soll aber nahtlos weitergehen 2021 unter einem neuen Reglement, nämlich GT Pro. Und was dahinter steckt, ja, das wollen wir uns jetzt natürlich mal im Detail hier anschauen. Beginnen wir natürlich mal bei den Rennautos. GT Pro, ja, was ist das überhaupt für ein Reglement, das da eingereicht worden ist? Faktisch handelt es sich dabei um GT3-Rennautos. Die kennt ihr schon aus dem ADAC GT Masters, aus der GT World Challenge oder auch aus der NLS Nürburgring Langstreckenrennserie. Autos mit ungefähr 550 bis 600 PS, je nach Einstufung. Es soll kleine Veränderungen geben, die dürfen sich aber in Grenzen halten, sagt auch Gerhard Berger, der uns erzählt hat, vielleicht hier und dort, aber keine großen Kostenmaßnahmen dürfen sie bedeuten, diese Veränderungen. Klar, im Moment würde niemand eine neue Homologation für ein neues GT3-Auto bezahlen. Es ist möglich, durch kleinere technische Eingriffe bis zu 50 PS mehr aus diesen GT3-Autos herauszukitzeln. Der Effekt hält sich allerdings in Grenzen, schließlich wiegen diese GT-Autos um die 1300 Kilo, 50 PS mehr. Damit also, naja, ob sich der Aufwand lohnt, das sei einmal dahingestellt. Interessanter ist es, wenn man den Veränderungen haben möchte in der DTM mit dem GT Pro-Reglement, ein bisschen in die Elektronik einzugreifen. Denn GT3-Autos haben per se eine Traktionskontrolle und auch ein ABS. Diese beiden Fahrhilfen haben das Ganze sehr interessant gemacht in der Vergangenheit für ja, Amateurfahrer oder auch Gentleman-Piloten, wie sie so schön genannt werden. Die hatten dann etwas einfacher gehabt, mit diesen Autos auf der Rennstrecke umzugehen und eben auch nicht x Sekunden hinter den Profis zu sein. Wenn man diese Fahrhilfen aber ausmacht, also das ABS oder auch die Traktionskontrolle, dann wird so ein GT3-Auto auch schon eine ganz schöne Herausforderung, haben mir doch einige Profi-Rennfahrer in der letzten Zeit bestätigt. Das gibt es sogar schon. Es gibt gewisse Mappings auf der Nürburgring-Nordschleife, wo automatisch das ABS oder die Traktionskontrolle ausgeschaltet wird, weil sie in berissenen Bereichen der Nordschleife mit ihren zahlreichen Bodenwellen hinderlich sein können. Sollte also in der Theorie möglich sein, aber das Rad neu erfinden wird die GTE Pro mit der DTM mit Sicherheit erst einmal nicht. Natürlich auch eine spannende Frage. Ja, welche Teams und welche Fahrer sollen denn überhaupt in dieser GT-DTM ab 2021 antreten? Gerhard Berger hat es im Vorfeld klargemacht, er wünscht sich ausschließlich Profi-Rennfahrer und professionelle Teams, die aber unabhängig von den jeweiligen Werken arbeiten. Naja, was ist eigentlich ein Profi-Rennfahrer? Das ist jemand, der seinen Lebensunterhalt mit Autorennen bestreitet. Das heißt, diese Fahrer dürften also dann theoretisch in der GT-DTM teilnehmen. Ja, Gerhard Berger hofft, dass ein Großteil des aktuellen DTM-Starterfeldes, also mit Fahrern wie René Rast, Marco Wittmann, Mike Rockenfeller und Co., auch 2021 wieder am Start ist. Was ihn da sehr zuversichtlich macht, dass das auch so eintreten wird, das hat er selbst formuliert und er sagt, weil das die beste GT-Sprint-Serie der Welt sein wird. Das sind die Worte von Gerhard Berger. Bis zu 15 Hersteller weltweit bieten GT3-Fahrzeuge an. Von Europa bis nach Asien und natürlich auch aus den USA. Das Angebot ist riesengroß. In Deutschland sagen Szenekenner, ungefähr 20 Teams kommen in Frage, um einen GT-DTM-Einsatz entsprechend professionell durchzuführen, aber auch gleichzeitig zu finanzieren. Ja, und das ist natürlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, wie immer, das Geld. Uns sagen Insider, dass du ungefähr pro Auto 1,3 Millionen oder bis zu 1,3 Millionen benötigst, um eine Saison mit ca. 9 Rennwochenenden in der GT-DTM zu bestreiten. Ordentlicher, stolzer Preis, gerade in den aktuellen Zeiten, da muss ich euch wahrscheinlich nicht noch mehr zu erzählen. Also, es gibt natürlich viele Teams, die gesagt haben, für uns käme das in Frage, GT3-DTM, na klar, warum denn nicht? Logisch, niemand möchte sich aktuell die Tür verschließen, denn was ist, wenn ein großer Sponsor kommt und sagt, du, wir würden gerne mit deinem Team in der GT-DTM fahren. Naja, dann wäre man ja schön blöd, wenn man sagen würde, ach nee, lieber nicht, lasse ich mir. Also, alle sagen irgendwo, ja, das klingt interessant, aber der große Knackpunkt ist und bleibt die Finanzierung an dieser ganzen Geschichte. Klar, dass sich die meisten Teams und auch Sponsoren aktuell relativ bedeckt halten, denn man möchte ja weitere Details der GT-DTM kennenlernen. Gerhard Berger hat angekündigt, beim Saisonfinale Anfang November auf dem Hockenheimring dann weitere Details und Informationen zu seiner neuen DTM, die dann unter ihm geführt wird, bekannt geben zu wollen. Ja, Anfang November, die Zeit drängt natürlich wegen der aktuellen Umstände, ist natürlich alles etwas nach hinten verschoben worden. Aber wenn man erst im November anfängt, sein Team und sein Sponsoring, seine Budgets aufzustellen, das ist schon relativ spät. Im Motorsport sagt man, mit heißer Nadel gestrickt.
Das Rennformat, auch eine Frage, die uns sehr oft in den letzten Wochen gestellt wurde. Ja, was passiert denn jetzt mit der neuen GT3 DTM und dem Rennformat? Was wird denn da passieren? Gerhard Berger hat es relativ deutlich gemacht, es soll sich nicht so viel am Ablauf ändern im Vergleich zu den letzten Jahren. Sprich, es soll weiterhin pro Rennwochenende 2 Sprintrennen geben, mit einer Dauer von, 55 Minuten bis 60 Minuten in diesem Rahmen. Also keine Langstreckenrennen über mehrere Stunden, das möchte Gerhard Berger nicht. Die Sprintrennserie steht absolut im Fokus. Gleichzeitig, und das ist der Unterschied zu vielen anderen GT3-Rennserien, wird jedem Fahrer ein Auto zugeteilt. Also es soll möglicherweise Boxenstops geben, aber Fahrerwechsel soll es während dieser Sprintrennen, wie zum Beispiel im ADAC GT Masters, nicht geben. Große Herausforderung auch natürlich für die Finanzierung. Weniger Fahrer, weniger Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Wir bleiben gespannt. Es könnte eine Änderung geben in den Rennen selbst. In der DTM, das wisst ihr natürlich, wurde in den letzten Jahren immer stehend gestartet, während den meisten GT3-Serien ein fliegender Start erfolgt. Ja, das hat auch seine Gründe, denn diese GT3-Kundenautos, und das sind es nun mal, wurden für fliegende Starts konzipiert. Das heißt, die Kupplungen wurden entsprechend gebaut, dass man sich einen stehenden Start, bei dem natürlich ganz andere Belastungen auf der ganzen Mechanik lasten, sparen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller sagen würde, okay, wir homologisieren jetzt eine neue Kupplung, damit man damit in der DTM dann stehen starten kann. Also die meisten Experten sagen, gut, man wird vermutlich dann in Zukunft auch einen fliegenden Start in der DTM erleben. Hat seine Vor- und Nachteile, wir bleiben gespannt, aber das sind so erste Details, die schon ans Licht gekommen sind. Rennkalender, logisch, großes Thema. Ja, wofür kann man sich denn nächstes Jahr dann Karten kaufen, um die Rennen anzuschauen? Hoffentlich irgendwann mal wieder, wir freuen uns dann drauf. Jedenfalls, die wichtigste Botschaft hat Gerhard Berger schon im Vorfeld gegeben. Er sagt, der Kern der DTM bleibt deutsch. Heißt, 50% der Rennen, eins mehr oder eins weniger, sollen auf deutschen Rennstrecken ausgetragen werden. Insgesamt, sagt Gerhard Berger, peilt er zwischen 8 und 12 Rennwochenenden an. Das Ganze wird sich wohl bei 9 bis 10 Veranstaltungen pro Jahr einpegeln. Weitere Rennen soll es geben im nahegelegenen europäischen Ausland, wie es so schön heißt, also Zolder, Assen. Den Red Bull Ring hat Gerhard Berger auch erwähnt. Eine Rückkehr der DTM ist absolut möglich nach Spielberg. Damit ein Rennkalender, wie wir in den vergangenen Jahren der DTM auch erlebt haben, zwischen 9 und 10 Veranstaltungen, die Hälfte in Deutschland, die Hälfte im nahegelegenen Ausland. Interessant wird allerdings die Kalenderplanung, denn in der Vergangenheit hat sich die DTM vor allem an den Rennkalendern der Formel 1, der Formel E, und den 24-Stunden-Rennen etwa in Le Mans oder auch auf dem Nürburgring orientiert, hat darum seinen Rennkalender angepasst. Man wollte natürlich Überschneidungen vermeiden nach Möglichkeit. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen spannender, denn jetzt wird sich die ITR als Dachorganisation der DTM auch noch mit den Rennserien des ADAC GT Masters und auch der GT World Challenge unter anderem befassen müssen. Denn es gibt viele Kundenteams oder private Teams, die starten parallel in mehreren GT3-Rennserien, ja, zum Beispiel im ADAC GT Masters und gleichzeitig auch in der GT World Challenge. Das ist nun mal das Finanzierungsmodell dieses Kundensports. Das heißt, die DTM wird sich auch auf diese Rennserien irgendwo in einer Art und Weise anpassen müssen und nicht einfach sagen, okay, wir überschneiden uns da, wie es zum Beispiel in der Vergangenheit relativ häufig mit dem ADAC GT Masters der Fall war. Also noch eine Menge Bastelarbeit für die ITR um Gerhard Berger. Ja, bei diesen ganzen Überlegungen schwebt über allem natürlich die Frage nach den Ausstiegen von Audi und BMW, wer soll das bezahlen? Seit 1988, 4 Jahre nach der Gründung der DTM, war die DTM grundsätzlich durchgehend Werkssport, sprich die Hersteller haben einen Großteil der Kosten finanziert. Das fällt jetzt weg, denn wir haben nur noch private Teams, sprich irgendwoher muss die Kohle ja kommen, um zum Beispiel ein Ticketsystem aufzubauen, um die Eventorganisation zu bezahlen, Rennstrecken kommen dazu, andere Dinge wie 20 ITR-Mitarbeiter, die sollen sein, über 20, die aktuell dafür arbeiten. Irgendjemand muss es bezahlen, also Gerhard Berger und die ITR sind gefordert, potente und auch große Geldgeber zu finden, um das Ganze langfristig aufzubauen. Man will natürlich mit dem Namen DTM, der hat seinen Wert und auch der Historie dieser Rennserie überzeugen. Das sieht ganz gut aus. Es gibt wohl schon ein paar große Unternehmen, die gesagt haben, wir unterstützen dich, Gerhard, dabei, diese DTM fortzuführen. Nicht zuletzt ist die TV-Reichweite ja immer noch ein großes Thema. Auch wenn es in der heutigen Zeit man sagt, okay, Livestreams sind natürlich auch relevant, aber Vorstände schauen sich immer noch ganz gern die harte TV-Quote an, beziehungsweise die Reichweiten. Und mit Sat.1 haben sie natürlich einen guten Partner. Das führt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Wo werden denn diese Rennen überhaupt im Fernsehen gezeigt? Ja, werden sie. Sat.1 hat gesagt, wir werden weiterhin die DTM auch mit einem neuen technischen Reglement im Fernsehen ausstrahlen. Sprich, diese TV-Zukunft ist erst einmal gesichert.
Das, sagt die DTM auch selber, war einer der wichtigsten Bausteine, um diese Plattform fortzuführen. Logisch, klar. Wer viel sichtbar ist, der kann auch mehr Geld von den Sponsoren verlangen. Deswegen, das TV-Paket ist gesichert und das ist eine der wichtigsten Nachrichten überhaupt für die kurzfristige, zumindest Zukunft der DTM. Ja, das Rahmenprogramm war in den letzten Jahren immer mal wieder ein großes Thema in der DTM. Ihr wisst, nach den Abgängen des Porsche Carrera Cup Deutschland oder auch der Einstellung der Formel 3 Euro Series, da sah es teilweise schon mal ganz gerne ein bisschen mau aus. Es gab immer wieder Highlights. Aktuell haben wir zum Beispiel die GTC Race Rennserie dabei oder auch die beliebten Tourenwagen Classics und natürlich die neue DTM Trophy. Habt ihr vielleicht schon mal gehört durch den Namen Felix von der Laden, der ja auch darin startet. Sicher ist zum aktuellen Zeitpunkt nur, dass die DTM Trophy fortgeführt werden soll, sprich, die wird auch 2021 das Rahmenprogramm der neuen DTM bilden. Alles darüber hinaus ist aktuell unsicher. 2019 hatten wir die Frauenformel-Rennserie W Series im Rahmenprogramm durchgängig. Die legt in diesem Jahr wegen der aktuellen Umstände eine Pause ein. Wie es damit weitergeht, das weiß man noch nicht ganz genau. Gerhard Berger sagt, wir müssen jetzt mal evaluieren, wie wichtig denn überhaupt Formelsport im Rahmenprogramm ist. Er möchte sich da noch nicht festlegen und in den nächsten Wochen natürlich weitere Gespräche führen, was möglich ist. Wichtig ist Gerhard Berger, dass er sagt, okay, unsere Rennwochenenden, die sollen einen Eventcharakter haben, sprich auch attraktiv sein für Familien mit spannenden Dingen im Rahmenprogramm. Ja, wir sind gespannt, was das am Ende dann alles bedeuten wird und was dabei herauskommt. Ja, und jetzt interessiert mich natürlich noch eure Meinung, also schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Was haltet ihr denn davon, dass die DTM mit GT3-Fahrzeugen fortgeführt wird? Sagt ihr, das ist zu viel, weil es gibt ja schon das ADAC GT Masters? Sagt ihr, ach, je mehr Motorsport, desto besser? Ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt. Die gehen auch bei uns sehr, sehr auseinander. Also von daher, feuerfrei für eine ordentliche und faire Diskussion bitte.